Ja, hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Ich mache mal ein kurzes Update und deswegen auch mit dem Smartphone aufgenommen. Es geht um den Phantom Force. Ich habe jetzt mal, mir kam gestern so ein, weiß ich, Geistesblitz oder was. Auf jeden Fall habe ich ja, also sagen wir es mal so, das Netzteil vom Genius Pro ist nicht mit dem Genius exklusiv kompatibel. Das heißt, es hat wohl weniger Spannung oder sowas. Und da ist mir die Idee gekommen, doch vom Genius Pro das Netzteil zu nehmen. Und nicht vom Genius exklusiv, dass vielleicht die Motorik mit der Spannung da nicht klarkommt. Deswegen beginnen wir mal eine Partie mit Jessica hier. Hallo! Ich habe übrigens gerade schon mal eine Partie gespielt, also das ist kein Beta-Test jetzt hier, so Vorführeffekt-mäßig oder sowas, wenn man Pech hat. Ich hatte da übrigens mal festgestellt, dass als er noch defekt war, da hat ich wohl wirklich den nicht ausgerastet hier, den Unlock beim ersten Mal und dann hat er wohl eben diese Feder verloren. Das heißt, die Feder ist in der Mitte des Schlittens, weil die kommt ja nicht um die Ecken rum, wie ich mal erwähnt habe. Dann habe ich das wieder gefixt und jetzt, dann wohl mit dem Exklusivnetzteil und dann funktioniert es trotzdem doch nicht so gut. War eigentlich gar nicht so richtig. Und jetzt habe ich das Genius. Jetzt habe ich ja extra genau, jetzt habe ich beim Chess Genius Pro Netzteil auch hier Phantom Force normal geschrieben. Ich gehe mal davon aus, wenn der jetzt wieder normal funktioniert, dann kann er den anderen ja wieder mitnehmen. Den anderen Phantom Force. Weil der andere hatte das Problem, oder er hatte das. Er hatte das Problem vorher hier mit Diagonalzügen. Das heißt, ich hatte eine Partie gespielt, E4, E2, E4, C7, C6, D2, D4, D7, D5, Springer B1, C3. Und D5 schlägt E4, den Bauern hat er noch abgepackt und danach eben den Zug aber nicht mal ausgeführt. Also das ist wohl, man sollte vom Genius Pro das Netzteil hierfür nehmen. Das funktioniert dann. Und da ist ja mit dem Smartphone, jetzt möchte ich das nicht übertreiben mit der Videolänge. Ich habe gesagt, ich hoffe, der Ton kommt an. Ich habe extra das Headset angeschlossen, um quasi Mikrofon zu haben dafür. Ich hatte, glaube ich, mal ausprobiert, dass es mit normalem Mikro geht. Ich meine, das hatte nicht so funktioniert. Meine ich zumindest. Aber so muss es auch gehen. So als kurzer Update hier: Der Phantom Force funktioniert wieder. Man darf eben nicht keine Hemmungen haben, das Gerät aufzumachen und das dann zu fixen. So, tschüss, bis zum nächsten Mal.